Moin zusammen und herzlich willkommen zur nächsten Session von Palworld, liebe Freunde. Wir sind mittlerweile bei Tag 48 angekommen. Mein Lager ist geisteskrank ausgebaut. Ich bin hier schon übelst die Eier am Züchten, ja. Also die Torten sind in Produktion bis zum geht nicht mehr. Ich habe sau viele Anubis-Eier am Brüten. Und da werden wir uns heute weiter drauf konzentrieren. Wir haben ja auch ein Drachenei gefunden, womit wir jetzt wahrscheinlich ein Feuer-4-Drachen hoffentlich bekommen. Das wird aber noch eine Stunde dauern, bis das ausgebrütet ist. Nebenbei, seht ihr hier, bin ich auch schon ein paar heiße Jumbo-Eier am Brüten und auch normale heiße Eier. Ne? Das alles ist hier auf jeden Fall ordentlich am Laufen und da werden wir gucken, dass wir hier weiter im Geschehen machen. Und Mini-MacGyver, moin mein Lieber, alles gut bei dir? Ich hoffe ja. So, dann legen wir mal los. Wir haben jetzt gerade frisch Tag. Ich glaube, ich mache mich direkt mal auf den Weg ins Feuergebiet. Und dann werden wir dort nochmal Ausschau halten, ob wir ein schönes Ei finden. Okay, jetzt kommt erstmal ein Überfall. Alles klar. Vom wo? Da hinten. Oh je, oh je. Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet, dass jetzt auch noch so früh ein Überfall kommt, direkt am Anfang. Ach du Scheiße. Was sind das für Wesen? Los, Anubis, mach sie platt! Nehmt die ja auseinander! Ich raff gar nichts mehr, was geht hier ab? Hilfe! Ist der Angriff vorbei? Gut, dass das Grundgerüst nicht aus Holz ist. Ey, ich habe gar keine Ahnung, ob ich die Sachen hier irgendwie reparieren kann oder worauf ich da gucken muss, achten muss, wie auch immer. Hier kommt einfach ein Raid, alles rastet komplett aus. Oh, wait. Warte mal, den kann ich fangen. Vielleicht ist der sogar richtig gut. Den fangen wir jetzt einfach mal, Freunde. Na komm schon. Let's go. Nice. Ah, okay, das ist so einer. Okay, der ist jetzt nicht unbedingt gut. Der läuft weg, okay. Moin Kevin, du Legende. Hoffe, dir geht's gut. Toro, nee, Totoro, so, Entschuldigung. Ey, mir geht's bestens. Ich hoffe dir auch. Für die Leute, die auf TikTok zuschauen. Moin erstmal. Ihr könnt natürlich auch gerne im Chat schreiben, ne, wenn ihr Bock habt. So, okay. Ey, da, was das zur Hölle, ey. Ich komme ins Game rein und direkt rastet hier wieder alles aus. Was ist denn da los? Ey, wir müssen auf jeden Fall schauen. Ich muss demnächst Pals verkaufen, ne? Ich habe echt ein bisschen viele hier am Start. Die brauche ich gar nicht alle. Sonst kann ich nichts mehr in die Box packen. Die wird langsam voll, meine Palbox. So, dann gucken wir jetzt als erstes mal ganz kurz nach unserer Metallbase, was da so abgeht. Digga, also, okay. Junge, was holen die denn hier an Erzen ran? Ey, ist das legitim, Leute? Ach du Scheiße, bin ich jetzt langsam. Ey, die holen hier so Erze ran, das ist ja komplett geisteskrank. Ist das übertrieben?
Das ist ja komplett crazy. Das bringen wir erstmal jetzt in die Base. Das sind ja locker wieder 300 Metall oder so, die ich jetzt habe, ne? Wir müssen auch gleich mal gucken, wie das Essen hier aussieht bei denen. Ich packe jetzt erstmal nur das Metall in die Kiste, damit das dann schon mal da drinne ist. Und alles seine Ordnung hat. 401. Das heißt, ich kriege 200 Metallbarren raus. Okay, Essen haben die mehr als genug. Das passt. So. Dann kommt das jetzt erstmal hier in die Box. So, da räumen wir alles ein. Wie sieht's bei euch hier mit dem Essen aus? Okay. Die Hälfte nehmen wir mal. Die packe ich euch mal hier zur Sicherheit rein. Aber hier werden ja noch schön Marmeladenbrote gemacht gerade. So, 200 Metallbarren sind jetzt in Arbeit. Let's go. So kann das laufen. Okay, hier haben wir auch noch jede Menge Weizen. Da kann ich nochmal schön Mehl produzieren lassen. Hier haben wir sogar nochmal 73. Lassen wir nochmal 92 durch. Zack, da. Das kommt hier hin. Meine Pals ernähren sich seit Release von gebratenen Beeren. Okay. Ja, je besser die Nahrung, ne, umso... Umso besser arbeiten die natürlich, ne? Das darf man nicht vergessen. Okay, da haben wir wieder einen rausbekommen, oder was? Nee, ein Pirin. Workaholic hat der als Fähigkeit. Ich gucke jetzt mal durch, was die für Dings haben. Oh, hier habe ich auch noch Anubis dreimal drin, ne? Den könnte ich natürlich oben hinpacken. Oh, er hat Feuer 3 und Bergbau 3. Das heißt, ich kann hiervon einen rausnehmen. So. Ja, moin, ey. Was für ein Riesenwesen. WTF? Okay, dann müssen wir jetzt nochmal ganz kurz hier Stuff in die Kisten einsortieren. Das machen wir mal eben. Patrick, Jojo, dankeschön für deinen Follow, herzlich willkommen. Schön, dass du mit am Start bist. Liebe geht raus. Danke für den Support. Ja, ich tue jetzt mal diese heißen Eier schon mal brüten lassen, damit wir die dann so ein bisschen... weg haben. Ich glaube, jemand meinte, der Palentsafter wäre, glaube ich, wichtig, ne? Dass ich den mit Pals bestücke, statt die zu verkaufen. So, die Seelen haben wir da auch reingepackt. Dann gehen wir mal ganz schnell nochmal hier hin. Dann hauen wir nämlich da noch ein bisschen die Anubis rein. Ja. Jetzt haben wir 9 Anubis. Bam.
Guck mal, wie schnell die transportieren. Okay. Dann machen wir uns auf den Weg hier ins Feuergebiet. Ich guck nochmal, ob ich ein gutes Drachenei kriege. Schauen wir uns mal hier um. Guten Morgen, wie ist die Sache mit dem Drachenei ausgegangen? War es 100%? Ist noch nicht ausgebrütet? Ich bin noch nicht fertig mit dem Drachenei. Das ist noch am Brüten, das braucht noch eine Stunde. Und moin Käffchen, schön, dass du da bist. Wie geht's dir denn? Alles gut? So. Ja. Hier sind aber nirgendwo Eier gerade, ne? Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber wir fliegen erst gleich den äußeren Bereich ab. Oh, bei mir ist alles bestens. Danke, danke. Lolli, danke schön für den Follow. Herzlich willkommen. Schön, dass du mit am Start bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich habe bis jetzt leider hier noch nicht so viel Glück gehabt, ne, was diese Dracheneier angeht. Also ein einziges habe ich gefunden, das auch relativ schnell. Aber ich würde natürlich gerne noch so zwei, drei Stück holen. Damit ich wirklich mehr als genug habe von diesen Feuer 4. Pal. Hier ist bis jetzt auch nichts groß, ne? Ah, hier bin ich aber safe. Da brauche ich mir keine Sorgen wegen der Hitze machen. Hier sind ja nirgendwo mehr Eier. Hier sind ja gar keine, ne? Hab ich alles leer gelootet. Moin, Stand. Alles gut bei dir, mein Lieber. Alles bestens und soweit bei dir. Bei mir ist auch alles bestens. Stan, ich bin jetzt TikToker. Ich streame parallel auf Twitch und auf TikTok. Das macht mich per Definition offiziell zu einem TikToker. Auch mit so kurzen Videos? Nein, ich werde nur streamen auf TikTok. Also erstmal nur streamen.
Aber das ist gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Also das sieht schon sehr, sehr ähnlich zu Twitch, so ein bisschen vom Aufbau her aus, ne? Aber das Geile ist, ich habe einen einzigen Chat hier. Und da sind immer die Symbole von den Leuten davor. Das heißt, wenn jetzt jemand hier auf Twitch schreibt, habt ihr alle ein Twitch-Symbol vorm Namen. Und wenn jemand was auf TikTok schreibt, hat er ein TikTok-Symbol vorm Namen. Und moin Dado, mein Lieber, alles gut bei dir? Ey, hier ist nicht ein einziges Ei. Die sind alle weg. Shadux da, moin. Was geht bei euch? Gerade ein bisschen Palworld-Action bei dir. Alles gut? Ach, der hat Hunger. Na komm, dann futter schnell was. Er soll mal schön seine Spieße essen. Henji hat dem Livestream ein Like gegeben. Henji, ich danke dir. Also die Leute hier auch auf TikTok, ihr könnt gerne im Chat schreiben, ne? Kein Problem, ich sehe euch. Banane, moin, mein Lieber, alles gut? Komm so langsam wieder auf die Beine nach fast 2 Jahren. Eieieiei, dann mal gute Besserung, ne? Lolli, danke schön übrigens für deinen Follow. Herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. Nee, ich mach keine Tänze, Smoke Dead. Smoke the First. Ich mach Livestreams. Oh, da ist... Ist das ein Ei? Nee, ne? Ich zeig den Leuten auf TikTok, wie man Survival-Games spielt. Als selbsternannter Survival-Experte, Kappa. Law Sandpikes, Dankeschön für den Follow, willkommen. Mit G-Time zusammen Palworld grinden, bester Faschingsurlaub. Manual Automation, freut mich zu hören. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Mir nicht, weil ich habe kein einziges Ei gefunden. Also ich sag mal, selbst wenn's... Oh, da ist eins. Selbst wenn's kein Drachenei wäre, wär's ja trotzdem schön, überhaupt eins zu finden. Aber hier ist ja wirklich gar nichts mehr. Als wenn das alles leer geplündert ist, komplett. Ich glaube, die Eiersuche müssen wir erstmal so ein bisschen hier hinter uns lassen, Chat. Das gibt nichts. So, dann schauen wir mal. Also, dann gehe ich mal zurück in die Base. Nachher geht's auch wieder in Palworld rein. Vorher aber nochmal in die Firma kündigen. What the hell? Man muss sich nur beklagen, dann kommen die. Moin, verstehe nicht so ganz, was das Ziel von dem Spiel ist. Gibt es da Quests oder so? Eine Story? Boah, also Story, ja. Ist jetzt halt natürlich nichts Besonderes, ne? Die Story, aber in erster Linie ist halt, ja, was ist das Ziel von einem Spiel? Dich zu unterhalten, ne? Also muss ein Spiel unbedingt eine Story immer haben, um zu unterhalten? Meiner Meinung nach nein. Also für mich reicht ja auch schon das Survival-Prinzip, ne? Mit dem Breeden und Züchten und allem drum und dran hier von den Pals und Bauen von einer Base und so. Da hast du ja schon mehr als genug zu tun, ne? Shadux da, mein Lieber, ich wünsche dir nur das Beste. Auf dass es dir ganz, ganz schnell wieder gut geht. So. Zack. Ja gut, die Story können sie ja immer noch in dem Game ausbauen, ne? Ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie over ist.
Genau, man muss auch bedenken, das Game ist ja gerade mal am Anfang. Deswegen, also, ich sag mal, eine Story könnten die ja auch noch easy jederzeit hinzufügen, ne? Bei einem Spiel, was noch keine Story wirklich hat, ist es einfacher, eine hinzuzufügen, als wenn du irgendeine drin hast und die ist dann kompletter Murks. So, da kriegen wir den nächsten Anubis. Bam. Forstmeister und Wild. Zack, kommt auch hier rein. Bam, haben wir. Okay, die Marmeladenbrote sind ready. Das Mehl haben sie auch ready gemacht. Ist das krank. Boah, guckt euch mal an, was hier rumliegt. Ist, also das ist ja so geistesgestört. Da werden gleich so die Kuchen geballert. Ey, ich habe noch so viele Anubis-Eier, die müssen auch gleich mal alle gebrütet werden. Er ist hier die Torten gerade am machen, wie sonst was. Schon wieder 95 Mehl. Das ist doch nicht mehr normal hier. Ah, okay, die schlafen jetzt alle. Dann sind wir bei Tag 49. Dann lege ich mich jetzt auch mal pennen. Zack. So, dann tun wir mal die Wolle oben rein. Ey, Schox, du warst doch gerade bei mir im TikTok-Dings, ne? Kannst du da testweise mal was in den Chat schreiben? Entweder sind die alle sehr schüchtern oder ich habe keine Ahnung, aber ich habe das Gefühl, niemand schreibt hier was. Ich muss nur sehen, ob es funktioniert für den Fall der Fälle. Okay, ja, da sehe ich das, aber hier im Ding sehe ich es nicht. Warum sehe ich den Chat da nicht? Das macht mich ein bisschen traurig. Ah, guck mal da, Henji sehe ich und Schox auch. Moin. Okay, das ist weird. Er zeigt mir bei... leider nur das so an. Das ist natürlich doof. Dann kann ich auch überlegen, den hier wieder zu schließen, den Chat. Dann machen wir das anders. Wartet mal. Dann werde ich mir jetzt beide Chats zusammen öffnen. So. Die eine Seite ist der Chat. Die andere Seite ist der Chat. So. Perfekt. Das kann ich dann ausschließen erstmal. Okay. Das läuft. Hat er die Torte ready gemacht? Ah, nicht ganz. Die Metallbarren sind aber ready. So. Boah. 375.
Also ich würde ganz gerne, bevor ich jetzt hier noch die Marmeladenbrote in Auftrag gebe, gerne natürlich die Torten noch da in Auftrag geben. Ich tue jetzt erstmal die Metallbarren hochbringen. 200 Stück ist ordentlich, Leute. Geisteskrank. Wir machen jetzt Multitasking. Wir schreiben gleichzeitig bei TikTok und hier. Ey, ich habe da gar kein Problem mit. Ich habe beide Chats offen, ja? Ich kann bei beidem den Chat lesen. Easy going. Ich weiß nicht, warum das bei Restream nicht funktioniert hat, dass er den TikTok-Chat mit reingenommen hat. Keine Ahnung, muss ich mir nochmal in Ruhe anschauen. Aber ich habe beide Chats offen. Zur Sicherheit. Und Olkadox, willkommen im Stream. Schön, dass du da bist, ne? Boah, gleich bin ich endlich da. Ja gut, Shadux da, ne? Ich mache halt meine Gaming-Livestreams. Mal gucken, vielleicht versammeln sich da ja über die Zeit hinweg vernünftige Leute. Muss man mal schauen, ne? Ich habe auf jeden Fall gestern mit jemandem von TikTok gesprochen und die Person hat mir gesagt, dass gewisse Dinge auf TikTok mittlerweile gar nicht mehr so erlaubt sind in dem Volumen wie früher. Und dass es da auf jeden Fall Probleme gibt, wenn die Leute das machen. Zum Beispiel dieses hier so und so viel Euro und ich rasiere mir die Haare ab und so eine Scheiße. Wie heißt du auf TikTok? Einfach Gamers Time suchen. Der G-Time ist auf TikTok am Start. Einfach Gamers Time. So, ist die letzte Torte auch fertig? Perfekt. So. 8 Torten. Bam. Im Auftrag. Okay, er hat das jetzt gleich ready hier. Hier kommen wieder die ganzen Anubis-Eier. Lou mit dem Cars. Moin! Agent Mekko und Timmy, moin! Alles gut, Timmy. Schön, dass du mit am Start bist. Ich hoffe, du hattest bisher einen schönen Tag. Und Dankeschön für den Like. Das kann sein, Shox. Alles gut bei dir, Timmy. Sehr schön. Freut mich zu hören. Blitz unterstützt, by the way, auch Palworld. Auf der Map werden dann Eier etc. bei Wunsch angezeigt. Blitz? Ich weiß nicht genau, was du meinst. Aber ich will es auch nicht wissen. So. Sag ich jetzt einfach mal so, ne? 430 Marmeladenbrote. Let's fucking go. Also die Produktion der Marmeladenbrote, die ist am Laufen. Die ist richtig, richtig hart am Laufen hier. So, ich nehme jetzt auch mal ein paar von den Eiern mit. Die werden direkt ausgebrütet. Moin Lex, mein Lieber. Alles gut bei dir? Ich hoffe, ja. Bam. Junge, hier werden jetzt die Eier gebrütet. Hier sind so die Anubis-Eier in Arbeit. Ist das krank. Guck, wie schnell der Stoff produziert wurde.
So, dann gucken wir mal. Palbrutkasten. Können wir noch 2 Stück bauen? Let's go. Können wir nochmal 2 Anubis-Eier brüten lassen. Wie läuft's? Richtig gut, Timmy. Richtig, richtig gut. Ich bin ein 100-Tage-Palworld-Projekt am machen. Ich bin jetzt mittlerweile bald bei Tag 50 angekommen, also der Hälfte. Und ja, man sieht's ja, ne? Meine Base ist geisteskrank am Hochgehen hier. Ich bin hier übelst mit den Eiern beschäftigt. Und die am Brüten wie sonst was. So, die packen wir jetzt mal hier hin, dann gucken wir mal ganz kurz, wie es jetzt aussieht in der Metallbase. Digga, das sind schon wieder 277 Metall. Also der einzige Wirt, den ich jetzt habe, wäre jetzt in dem Sinne aktuell nur noch das, der Zement. Ich muss jede Menge Zement produzieren lassen. Da, zack. Zement ist wirklich der Wirt, ja. Wofür brauchst du die Torten? Die Torten kannst du hinten, wenn du eine Zucht hast, hier, da kannst du die reinpacken und dann machen die quasi Eier. Da, bam, ist gerade eins gekommen, frisch. Zack, kann ich jetzt rausnehmen, ne? Jetzt haben die hier keine Torten mehr drin, das heißt, es würden jetzt auch erstmal keine Eier mehr kommen, wenn die sich paaren. Dafür brauchst du die. Cause I'm Domse, Dankeschön für den Follow, herzlich willkommen. Schön, dass du mit am Start bist. Liebe geht raus. Oh, hier ist das nächste Ei ready. Packen wir hier rein. Zack. So. Okay, soweit so gut. Er macht hier die Marmeladenbrote. Dann würde ich sagen, werden wir jetzt erstmal ein bisschen Zündpulver und so produzieren. Schießpulver meine ich natürlich. 80 Stück. Let's go. Das geht jetzt flott. Mit seiner Hilfe kriegen wir die Sachen schnell produziert. Ich lasse den mal eben ganz kurz alleine weiter produzieren. Ich tue mal in der Zeit die Pals, die ich noch habe, hier weg. So. Wir machen jetzt ganz viel Schießpulver, weil damit werde ich gleich Munition für meine Pistole anfertigen. Ah, sehr gut. So. Ja, Pistolenmunition, ne? Das wird jetzt ein bisschen hier mit ihm dauern. Warte mal, wie sieht's eigentlich aus? Ich bin schon wieder ein Level up, ne? Mhm. Da tue ich aber erstmal in Leben wieder investieren, damit ich da mehr habe. Und Tim, willkommen im Livestream. Schön, dass du mit am Start bist. Ich hoffe, bei dir ist alles gut, mein Lieber.
Klotzkopf, moin moin, alles gut? Und Quell Life, moin. Wie geht's, wie steht's? Schön hier die Pistol-Munition erstmal anfertigen. Wir werden gleich richtig schön Pals jagen gehen. Ich muss auf jeden Fall leveln. Kadette Satz, moin. Alles gut bei dir? Okay, nice. Das wird auf jeden Fall viel bringen, die ganze Munition. Hoffe ich zumindest, dass sie mir viel bringt. Die Hälfte haben wir jetzt schon mal. Damit sollte ich aber auch lange auskommen mit der ganzen Munition. Flammenflo, moin mein Lieber, alles gut bei dir? Ciao Animation, dankeschön für den Follow, willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. Und moin Nine, alles gut? Alles klar, Schox. Ey, ich wünsche dir einen angenehmen Tag, mein Lieber, ne? Lukas Kremi, moin. Ja, bei mir ist alles bestens. Tovilio, moinsen. Wie geht's, wie steht's? Alles gut? Mir geht's extrem gut. Ich und mein Team sind schon richtig gehypt auf Border Battle morgen. Ja, freut mich zu hören. Da lassen wir nochmal 50 Stück dann gleich herstellen. Wir machen jetzt noch die Pistolenmunition fertig und dann die Gigasphären. Was ist dein Plan für heute? Ja, erstmal das Projekt hier weitermachen, ne? Timo, dankeschön für den Follow. Herzlich willkommen. Schön, dass du mit am Start bist. Ich will erstmal mit meinem 100-Tage-Palworld-Projekt weitermachen heute. Ich bin ja jetzt mittlerweile bei Tag 49. Also gleich ist Halbzeit. Ja, Lex, musst vielleicht mal im Discord hier Anzi und so fragen, ne? Oder GameTuber und Co.
Die sind ja regelmäßig am Start. Wie viele Türme hast du schon gemacht? Einen bisher. Ich bin sehr viel mit meiner Base beschäftigt die ganze Zeit. Hallo, kannst du woanders hingehen? Ich bin ja am Arbeiten, das nervt. So, jetzt haben wir gleich die Munition komplett fertig hier. Maus, dankeschön für den Follow, herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. So, dann komm mal mit, Kollege. Hier wird direkt weitergecraftet, keine Pause. Die Gigasphären müssen gemacht werden. So, haben wir alles. Perfekt. Sehr schön. Dann bin ich jetzt bestens gewappnet. Guck mal, 444 Schuss mit der Pistole. Haben wir nochmal 139 Metallbarren. Mach das, Hugos. Viel Erfolg. Ist quasi nichts von meinen Metallbarren weggegangen. Okay. Dann schauen wir mal. Ich glaube, ich gehe gleich auch nochmal los und gucke, ob ich nochmal einen Feng Lope kriege. Was trinkst du Leckeres? Ich? Ich bin gerade Level Up am Trinken. Zack, fangen wir mal. Na, da hatte ich nämlich noch nicht alle von, ne? Schlagartig ist alles dunkel hier. Na, kriegen wir die? XP-technisch geht das Ganze gut ab, ne? Lieblingsorte. Lieblingsorte? Was für Lieblingsorte? Oh, den habe ich gewone-hitted. Das war natürlich nicht der Plan. Alles klar, Timmy. Ich wünsche dir viel Erfolg auf der Arbeit, mein Lieber, ne? Lass es dir gut gehen. Oh, warte mal. Von euch habe ich, glaube ich, auch noch nicht alle, ne? Okay, die sind One-Hit. Ist natürlich nicht so gut.
Ach, Lieblingssorte, nicht Orte. Meine Güte. Das ist ja geisteskrank von mir reingefällt gewesen. Lieblingssorte. Ich finde Nightbeast ist immer noch eine geisteskrank leckere Sorte gewesen. Ey, das habe ich alles gefunden, Kors, einem Domse. Einfach rumgelaufen, gesammelt, gelootet. So wie jetzt gerade zum Beispiel, ne? Ich laufe jetzt auch gerade nur rum und sammle einfach. Einfach die Lammball überlaufen. Okay. Für die bin ich dann doch ein Ticken mit der Pistole zu stark. Ja, okay, die kann ich dann einfach so fangen, alle. Da schmeiße ich einfach meine Gigasphäre drauf. Und zack, wird's gefangen. Habe ich von denen schon alle? Nee. 4 Stück noch. Ey, ist das chillig. Das kann man natürlich auch machen, Zao Animation, ja. Den habe ich auch noch nicht so groß gefangen. Junge, wie viele Pals ich hier jetzt gerade ranhole, ne? Das ist ja geisteskrank am Speedleveln. Die habe ich, glaube ich, fertig, die F hier. Ich guck mal eben. Nee. Da brauche ich auch noch 3 Stück. Ja, easy going. Level 35. Antike Technologiepunkte. Ich mach direkt mal den Palenzsafter. Der, habt ihr gesagt, ist auf jeden Fall wichtig. So meinte zumindest jemand. Palsphären Fließband 2. Da brauche ich Platine. Reines Quarz. Boah, das wird ja immer teurer. Ich kann ja sau viele Sachen jetzt, ne? Entsafter sehr wichtig. Okay, dann laufen wir mal weiter.
Moin, Stunner. Alles gut bei dir? Boah, gucken wir mal, ob ich den Tombat so gefangen kriege. Machen wir mal so. Jo, gerade auf der Arbeit. Ey, dann wünsche ich dir erstmal eine angenehme Schicht, mein Lieber, ne? Gewöhnliches Ei. Keine Ahnung, einfach mal mitnehmen. Man weiß ja nie. Bunny brauche ich nur noch eins. Oh. Daydream habe ich jetzt 8 von 10. Okay. Der hat sich befreit. Neun von zehn. Bronchery. Komm schon. Bam. Leib. Celine, danke schön für deinen Support und herzlich willkommen. Schön, dass du im Stream bist. Ah, komm. Ach, das kann doch nicht dein Ernst sein. Bei 70% gehst du wieder raus? Ach, geht doch. Sehr schön. Haben wir ihn. So, weiter geht's. Ja, ich glaube, hier werde ich nicht so viel finden, ne? Michbatz, willkommen. Schön, dass du auch mit am Start bist. Boah, den könnte ich jetzt auch langsam eigentlich mal machen, ne? Den Kollegen da oben. Na toll. Dann hauen wir ihm mal den Säureschauer rein. Oder auch nicht. Gucken, kriege ich den mit der Pistole angehittet. Boah. Der hat aber jetzt schnell Schaden gekriegt, ne? 22%. Habe ich. Perfekt. Haben wir unseren ersten Mammorest gefangen. Let's go. So kann's laufen. Hier haben wir noch ein Ei, das nehmen wir mal mit. Ich habe hier generell diese Küste noch gar nicht erkundet, ne? Gwandalf, moin, mein Lieber, alles gut? Und Nick47, Dankeschön für deinen Follow, mein Lieber, herzlich willkommen.
Ah, ich glaube, hier muss ich eher mal zu meinem Flugpal greifen. Oh, da haben wir eine Chest. Um was geht's in dem 100-Tage-Projekt? Ja, 100 Tage Palworld, ne? Und ob, dankeschön für deinen Follow, willkommen. Schön, dass du auch mit am Start bist. Hier scheint jetzt aber auch nichts Besonderes mehr zu sein. Oh, was haben wir denn da? Lunaris 32. Oh. Da werden wir jetzt aber mal hingehen. Wie sieht's eigentlich mit den Cremis aus? Habe ich da alle? Ja, die habe ich alle, okay. Alter. Oh, der kann hier durchmachen. Oh, das sieht mir nach einem coolen Kampfpal aus. Prozent nur. Bitte Glück, sei mir hold. Boah, den würde ich so gerne jetzt fangen, ne? Ja! Lunaris! Hat ein bisschen was von Mewtwo, ne? Okay. Erkunden wir mal hier den Bereich noch. Ruby, habe ich die alle gefangen? Ne, da brauche ich noch 6 Stück von, okay. Dann mal let's go. Oh. Und hier brauche ich auch noch einen. Das schönste aller Pals, okay. Zur Hölle. Das ist ein Bossgegner, den will ich jetzt mitnehmen.
Antiker Technologiepunkt, deswegen nämlich. So, da haben wir noch einen Marmorrest gehabt. Das würde ich jetzt ganz gerne noch versuchen zu holen. VTO. Willkommen im Stream. Schön, dass du da bist. Wie geht's? Da. Da haben wir unseren Marmorrest. Leopold, danke schön für 51 Monate Subscription. Liebe geht raus. Was für eine Seltenheit hat deine Pistole? Episch, also eine lila ist das. Darf doch nicht wahr sein. Geht. So. Ich würde ganz gerne noch ein Level-Up mitnehmen hier. Deswegen geht die so rein, ja. Ey, ich habe keine Ahnung, woher ich den Bauplan von der Lilanen habe. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe den irgendwo bekommen. Du kriegst sie ja teilweise auch von diesen, von den NPCs, wenn du die besiegst, ne? Also von den Menschen, die hier rumlaufen. Dich jetzt von denen alle. Ne, zwei genau fehlen noch. Perfekt. Na, wo bist du denn abgehauen da? Zack. Haben wir die auch fertig. Oh, voll in die Kugel reingedodged. Blödes Mistvieh. Das ist wieder nur so wenig Punkte, ne? Schnell fangen, bevor der da irgendwie seinen zielsuchenden Schuss macht. Na, ich habe nur noch 18 Stück. Ich muss auf jeden Fall auf Zement gehen. Ich brauche bessere Sphären. Mit denen werde ich nicht mehr lange arbeiten können.
Der geht nicht einmal, tickt der höher. Boah. Okay, nice. Ich meine, Kosten für die Dinger sind halt lächerlich, ne? Da mache ich mir keine Sorgen drum so, aber... Ich muss halt gucken. Dass ich auf bessere Bälle komme. Dann gucken wir jetzt mal. Dann gehen wir mal ins Lager. Ich muss auch gleich Pals verkaufen. Folsen, Dankeschön für den Follow. Willkommen. Mhm. Also den werde ich auf jeden Fall in mein Team nehmen, Lunaris. Zum Kämpfen alleine schon. So, dann gucken wir mal ganz kurz. Produktion. Zement brauchen wir für den Hochofen. So, für die Produktion von Zement, was brauchen wir da? Safe Stein. Stein und ich glaube Palsaft war es. Ja. Und Stein nicht gerade wenig. Knochen auch. Also das heißt, Zement kannst du gar nicht automatisieren in der Produktion, ne? Uluk, Dankeschön auch an dich für den Follow. Herzlich willkommen. Schön, dass du mit am Start bist. Liebe geht raus. Ich nutze keine Mods. Mensch, Lex, scheiß nicht Original Lucas. So, wie viel Stein haben wir jetzt schon hier? Ich glaube, ich gehe mal eben rüber in meine Base. In meine Metallbase und dann schauen wir mal, was wir da so zusammen haben. Ist auch nicht so die Welt, ne?
Ich glaube, ich muss wirklich schauen, dass ich hier ein bisschen meine Produktion, was Stein angeht, erhöhe. Da muss ich halt einfach gucken, dass ich jetzt meine Station einmal geupdatet kriege. Oh, das Drachenei ist ready. Ich tue jetzt mal eben schnell erstmal alles hier einsortieren, was geht. Boah, ich habe sehr viele antike Bauteile. Das heißt, ich kann gleich schön Brutkästen machen auch. So, dann haben wir hier noch die zwei Eier. Die packe ich jetzt mal hier so lange rein. So. Da können wir auf jeden Fall wieder ordentlich Stuff verkaufen. Oh, wie lange lassen die denn hier die Sachen liegen? So, dann lassen wir jetzt erstmal schön ordentlich Mehl wieder produzieren. 200 Stück knapp. So, 300 Marmeladenbrote haben wir hier. Wie sieht's hier aus? Zack, sind wir wieder bei 200. Also das wird kein Problem mehr mit der Marmelade werden. Okay, Zement kann ich sogar jetzt nochmal herstellen. Machen wir mal eben. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, Chat, ist der Hochofen einfach ein besserer Ofen als der normale? Weil dann kann ich ja den normalen Ofen abreißen dafür, ne? Welche Graka-Einstellungen hast du in Palworld? Alles hoch, Zeddy. Und moin erstmal. Jo, und besseres Metall. Schmilzt der auch schneller als die anderen, oder wie? Auch, und du brauchst den für hochwertiges Metall. New Gamers World. Dankeschön für den Follow. Willkommen. Genauso auch Uluk. Was machst du hauptberuflich? Ich bin seit 10 Jahren mit YouTube und Twitch selbstständig. Quasi Content Creator. Dominik. Und Intifada, dankeschön für eure Follows, ihr beiden. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit am Start seid. Ich hoffe, euch geht's gut. Verdient man viel da? Naja, das ist halt eine sehr, sehr, breit gefächerte Frage, ne? Da kommt's drauf an, was du für eine Reichweite hast. Also, wenn du 2 Zuschauer im Durchschnitt hast, dann wirst du wahrscheinlich nicht so viel verdienen. Wenn du aber 20.000 Zuschauer im Schnitt hast, dann verdienst du natürlich entsprechend mehr, ne? Also, dein Verdienst hängt ganz stark von deiner Reichweite ab. So. Ja, bauen wir jetzt hier einen Hochofen, ne? Ja.
Zack. So, jetzt kann ich auf jeden Fall mein Dings hier wieder verbessern. Großes Palbett zweimal. Okay, wir brüten jetzt das nächste Ei aus. Das Riesendrachenei. Und wir kriegen ein Jormuntinde Ignis. Das ist der mit Feuer 4, ne? Dann würde ich sagen, let's go. Ich hole den Kollegen rein. Wenn ich den finde. Ah, hier. Alter, ist das ein Riesenvieh. Und der holt die Torten auch ran. Wie kein anderer. So, let's go. Ich glaube, wir müssen jetzt auch noch mal gleich ein bisschen was hier zum Ausbrüten bauen, ne? So ein paar Dingsteile. Gucken, wie schnell das geht. So. Zack, die packen wir erstmal rein. So, dann kommen hier wieder die rein. Die sollen schön alle ausbrüten. Also meine Base, ne, die nimmt langsam sehr, sehr gut Form an, Leute. Ich würde vorsichtig sagen, dass ich schon echt extrem gut mit meiner Base dabei bin. Ich muss mal ganz kurz schauen. Es gibt natürlich jetzt auch noch den hier, ne? Da könnte ich... Oder brauche ich noch zwei Elektrodrüsen? Dann könnte ich den Sattel von ihm craften. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal pennen, weil dann ist nämlich hier der nächste Tag. Und damit sind wir offiziell ab sofort bei Tag 50 angekommen, Freunde. Halbzeit. Die Hälfte der Zeit ist rum. Hmm.
Der soll mal schön weiterarbeiten. So. Oh, hier haben die aber Probleme mit, ne? Aus dem Bett rauskommen. So, da müssen wir mal ganz kurz schauen. Großes Palbett. Das kann ich erst auf der nächsten Stufe. Da brauche ich dann auch hochwertiger Stoff. Und 20 Nägel. Aber das ist gar nicht mal so teuer, ne? Darauf können auch große Pals gemütlich schlafen. Oh! Carbonfaser. Steinkohle. Die kann ich bestimmt jetzt herstellen aus dem Ofen da. Da schauen wir mal die Rezepte jetzt an im Hochofen. Die interessieren mich jetzt mal. Hochwertiger Metallbarren. Steinkohle. Okay, Steinkohle muss ich irgendwie wo abbauen oder herbekommen. Keine Ahnung wo, wie, was. Aber Fakt ist, irgendwoher brauche ich die. So, die Torten sind auf jeden Fall gut in der Produktion. Hey. Oh, Entschuldigung, Chat. Schnell Reise. Also die lasse ich hier auf jeden Fall erstmal weiterarbeiten. Also was die hier an Erze ranholen, ist ja komplett gestört. Wie sieht's denn mit eurem Essen noch aus? Ja, okay, 310. Also die verbrauchen ihr Essen gar nicht. Das ist, also... Ey, das klingt jetzt ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, kontrovers, ja? Aber ich sag's gerade raus, Leute. Die Anubis sind die idealen Sklaven. Die arbeiten hart, aber essen wenig. Das ist einfach der ideale Sklave. Der hat keine Bedürfnisse oder so groß, ja? Der braucht nur ein bisschen Essen. Und dann arbeitet der wie ein Geisteskranker. Also, einen besseren Sklaven könntest du dir ja gar nicht wünschen in der Hinsicht. So, die Torten hat er auch fertig gemacht. So, dann wollen wir mal gucken, wie schnell der jetzt hier die Metallbarren durchzwiebelt. An dem Ofen. Alter, ist das krank. Ist das krank. So, hier werden schön die Eier weitergemacht. Das ist gut. Ich hole mal ein bisschen Stein selber noch ran. Ein bisschen was brauchen wir nämlich. Sasigi, dankeschön für 15 Monate, mein Lieber. Dankeschön. Na?
Helvetic Torch. Dankeschön für den Follow. Willkommen. Genauso auch an Mayhem. Dankeschön, Leute. Vielen Dank für euren Support. Okay. So, perfekt. Da können wir direkt die ganzen nächsten Eier durchziehen hier. Warst schon im Schneebiom? Nee, nee, nee. Ich bin hier nebenbei alles am Machen nach und nach. Eins nach dem anderen. Erstmal macht der G hier jetzt gerade die ganze Brut-Action ready. Das sieht auch schon richtig gut aus. Gibt es eigentlich noch was Besseres als den Kochtopf? Vor allen Dingen gibt es nicht irgendwie eine Klimaanlage, die ich machen wollte. Elektroküche. Hier Elektroheizung. Oh, auf Stufe 41. Ach du Scheiße. Machen wir erstmal eben so. Ole King, willkommen im Stream. Ich hoffe, dir geht's gut. Liebe geht raus. Danke für den Support. So. Packen wir erstmal rein hier. Kennst du dich mit PC aus? Gut, die Frage ist, kennst du dich mit PC aus, ne? Inwiefern auskennen, also... Oh. So. Zack. Das räumen wir alles ein wieder hier, genau. Dann lassen wir direkt nochmal 130 Mehl produzieren. Dann packen wir den Kram hier rein. Kann man die Zuckerwatte verarbeiten? Nee. Soweit ich weiß nicht. Ah, nice. Das sind wieder gute XP, die ich hier rauskriege, ne? Und bam, Level 36. Easy going. Jetzt lernen wir erstmal das große Palbett. Hochwertiger Stoff und das Gewehr. Okay, da müsste ich jetzt zwei Palbetten machen. Dann kann ich direkt schon wieder meine Base einmal upgraden, ne? Gucken gerade mal.
Also einen Slot habe ich gerade frei. Ich habe aber, glaube ich, kein Anubis mehr hier ready, ne? Der hat 3. Da kann ich auch den hier reintun. Dann kann der ein bisschen hier mithelfen. Und ich glaube, den hier kann ich auch... Ja, den kann ich erstmal lassen dann. Dann sollen die erstmal schön Stein ranholen weiter. So. Okay. Ja, die haben jetzt schon hier wieder 2 Anubis-Eier ready. Die packen wir jetzt mal so lange hier hin. Okay. Dann schauen wir mal, wie sieht's hier aus? Okay, hier sind noch 3 Dinger, die sind ungenutzt. Da kann ich jetzt auf jeden Fall... Oh, hier haben wir jetzt schon mal 1, da kann ich wieder ein Anubis ausbrüten. So. Zack. Das heißt, jetzt habe ich wieder 4 ready, ne? Bap, 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 bap. Da machen wir nämlich jetzt erstmal die normalen Eier, damit das dann ein bisschen schneller hier fertig wird. Dann habe ich auch wieder oben mehr Platz in den Kisten. So. Ey, dann würde ich sagen, den nehme ich jetzt raus, obwohl der ist Oberbergmann, ne? Den kann ich rausnehmen, dann tun wir Anubis dafür rein. Weil dann habe ich nämlich den hier auch nochmal zum Transportieren und Craften von Sachen. Da soll er sich ruhig mal drum kümmern. Okay, dann müssen wir als nächstes erstmal wieder ein bisschen vorwärts kommen hier. Ich würde ganz gerne mal eine Sache noch schauen, und zwar... Ja. Tun wir das hier rein, Arbeitsvieh. 30% Arbeitstempo mehr. Dann sollte ich nämlich dadurch auch viel mehr Wolle kriegen. Natürlich die Frage. Okay, die sind jetzt Stein am Holen, beide. Dann mache ich mich jetzt erstmal auf den Weg hier ins kleine Dorf. Und dann werden wir jetzt erstmal ordentlich verkaufen, Leute. Carlo GHG LOL und Helfectic Torch. Dankeschön für die Follows, ihr beiden. Da werden wir jetzt erstmal alles verkaufen. JB, dankeschön für 34 Monate. Sorry. So, Zeit mal verkaufen. Haben wir erstmal schon mal hier fast 25.000. So, und der Palhändler, der war hier oben, ne? Ja. Verkaufen. So.
hebe ich jeweils nur immer einen auf. Es ist die ganzen kleinen hier. Da brauche ich ja nicht so viele von. Guck, dass du die mit den guten Werten behältst für später. Ja, gut. Habe ich ja jetzt gerade. Also, gerade züchte ich ja noch gar nichts, ne? Groß. Vor allen Dingen müssen wir ja gucken. Ihr meintet, ich soll auch zum Entsaften viele benutzen, ne? Macht es denn schon Sinn, die kleineren auch zu entsaften? Entsaften oder schlachten, dann geben sie nochmal die Mats. Okay, dann machen wir entsaften. Dann werden wir die richtig schön entsaften. Was brauche ich denn für den Entsafter? Okay, den kann ich sogar, glaube ich, schon bauen. Oh. Da müssen wir noch mal ein bisschen was hier produzieren lassen. Ich glaube, beim Entsaften bekommst du keine Mats. Naja, ich kann ja auch schlachten, ne? Da muss ich das Beil lernen noch. Ja, aber das ist ja saunervig. Da muss ja die Pals alle rausholen, wenn ich die schlachten will, ne? Oder nicht? Dann gehe ich die lieber gleich verkaufen. Ich guck gleich. Ich werde jetzt erstmal das Fischerdorf gleich aufdecken. So, dann gucke ich mal, was mir das bringt. Entsaften ist zum Verstärken einzelner Pals. Naja, ist ja auch nicht verkehrt, ne? Vor allen Dingen mein Anubis, den würde ich ja gerne verstärken. Können wir nochmal 3 heiße Eier reinhauen wieder. So, die hauen wir jetzt direkt mal hier rein. Babab. Babab. Perfekt. Ich guck mal ganz kurz, wie weit ist das Mehl? Das haben die fertig gemacht. Wie viel kann ich jetzt wieder? 70. Packen wir direkt mal alles rein. Hier liegt auch schon wieder jede Menge Stuff rum. Also die Wolleproduktion, die ist jetzt nicht so am Laufen momentan, ne? Das nervt mich ein bisschen. Ich glaube, Eier und Milch brauche ich im Moment sowieso nicht so krass. Dann haue ich nämlich jetzt da ein bisschen was rein, damit ich ordentlich Wolle rauskriege. Aber so wie es aussieht, habe ich keinen Lammball mehr, ne?
Gibt es nicht irgendein Vieh, was schneller Wolle produziert? So. Melpaka und dann entsaften. Beim Entsaften geben die auch Materialien, oder wie? Safe, safe, safe. Boah, der ist ja riesig, der Entsafter. Oh. Reicht da ein einziger? Okay, ich baue mir den mal hier hin. Ah, ich wähle eins aus und das wird dann verbessert, oder wie? Wird denn das Farmlevel dann auf Stufe 2 gemacht? Ja, okay, das bringt mir aber nichts. Ja, da brauche ich ja, muss ich ja sau viele von denen fangen, ne? Okay, das, also das macht gar keinen Sinn gerade, diese Maschine für mich. Die ist geil, aber sie macht jetzt gerade keinen Sinn. Ich meine, die produzieren ja jetzt schon schön Wolle hier. Das ist schon mal gut. So, da können wir jetzt nochmal fast 400 Marmeladenbrote produzieren lassen. Dann gehen wir jetzt auch eben erstmal schnell pennen. Vorher hier noch die Eier ausbrüten. Ah, wir haben jetzt auch in Kürze hier die Riesenmenge an Anubis-Eiern, die fertig wird. Was schon mal gut ist. So. Zack. Das erste lohnt sich schon, okay. Dann heißt es ja, wenn ich das eine austausche gegen den Boss, müsste es mir ja jetzt schon was bringen. So. Dann gehe ich zum Beispiel hin, sage, der soll raus. Wo habe ich den anderen? Da. Und den habe ich ja verbessert. Bin ich mal gespannt. Der müsste ja theoretisch mehr bringen. Schlafen. So.
Okay, der macht ja schon die Marmeladenbrote. Den packen wir erstmal rein. So. Wolle haben wir einiges zusammen. Ja gut, die Wolle läuft jetzt schon mal. Das heißt also, wenn ich den hier entsaften und verbessern würde, dann tut der noch schneller säen zum Beispiel. Und die hier tun schneller bewässern. Ah, okay, alles klar. Also die Fähigkeiten, die die hier als Passive haben, die verbessern sich. Das heißt, die würden auch schneller Bergbau und alles ausführen. Oder besser. Deren Fähigkeit, ach so. Warte mal, da gucken wir gleich mal. So, ich glaube, das Metall, was ich jetzt habe, das Erz tue ich erstmal nicht verarbeiten, weil ich kann ja Hochwertiges mit Steinkohle produzieren und dann sammle ich jetzt lieber erstmal an. Der Partner-Skill. Das heißt, das hier würde sich verbessern bei ihm. Wächter der Wüstensande. Und nicht die Sachen hier. Ja, hier. Kann als Reittier genutzt werden, setzt auf das Vieh und es wird manchmal Wolle abwerfen. Ja. Macht es dann nicht Sinn, sogar nochmal eins zu machen und das zu verbessern? Weil ich habe ja noch welche hier. So, und dann setze ich das noch gegen ein anderes ein hier und dann produziert das ja noch schneller Wolle. Sowas wie Feuer 4 kannst du bei der Anubis-Statue verbessern. Du kannst aber hier nur zum Beispiel Arbeitstempo verbessern. Oder ist Feuer 4 quasi das Arbeitstempo? Wo ist denn das andere hin? Da. Warum läufst du hier rum? Ihr sollt Wolle produzieren. Die Beine schlabbern so. Checkpot, Matt Eagle, Dankeschön für eure Follows. Herzlich willkommen. Okay, also das Arbeitstempo ist dann bei ihm quasi hier Feuer, ne? Kann man irgendwie Palseelen oder so auch grinden richtig? Gibt's eine Möglichkeit, die richtig krass zu farmen oder so? So, dass ich davon deutlich mehr habe. Das wäre natürlich auch nützlich, ne?
Oberbergmann. So, jetzt gleich werden hier nochmal ordentlich von den Eiern fertig, von den ganzen Anubis-Eiern. Glaub nicht, okay. So. Hier hinten haben wir auch noch einige Anubis-Eier, die holen wir mal. Eine Torte haben wir noch. Zack. 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 Okay, dann warten wir jetzt, dass die restlichen Anubis-Eier fertig werden. Das wird dann auch der Abschluss der Session. Das passt gut. Da haben wir einen guten Abschluss. Da haben wir geisteskrank Eier gebrütet in der Session auch. So. Zack. Tu natürlich direkt die neuen nachlegen. Handwerksmeister. Oha. Hier hinten sind auch noch mal zwei fertig. Perfekt. So. Nehmen wir die mal mit. Dann können wir nämlich jetzt schon mal hier ein paar nachbestücken wieder mit Eiern. Damit hier schön weiter fleißig gebrütet wird. So. Hier wird jetzt auch noch eins fertig. Oh, da hinten haben wir auch noch eins sogar. Nee. Okay. Den machen wir noch ready hier. Okay. Und zack. Sehr schön. So, dann haben wir jetzt wieder hier alles am Laufen. Oh, hier ist auch noch einer fertig. Dann holen wir den auch noch ab. Wild, okay. Jetzt habe ich natürlich einige Anubis wieder hier am Start. Hier habe ich kein Ei mehr drin. Da hinten ist noch keins ready. Das heißt, dann holen wir nochmal oben eins. Und ich würde sagen, wir werden an der Stelle die Session dann erstmal beenden. Wir haben sehr, sehr fleißig Eier gebrütet. Sind wieder, was den Progress angeht, gut vorangekommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer gerne Bewertungen und Kommentar da. Und wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ich werde jetzt hier noch die letzten Eier schnell rausnehmen. Und damit sind wir für heute durch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.